schön, dass du da bist. Ich bin Kathi und das ist Lea. Wir machen heute gemeinsam den Buchstabe U. U wie Überschlag. Überschlag seitwärts oder Handstützüberschlag, auch Rad genannt. Und Toni, wir brauchen dich dazu. Hast du uns was mitgebracht? Ein Handtuch, genau. Dieses Handtuch legen wir auf den Boden. Schau, dass es gut fest liegt und nicht arg hin und her rutscht. Denn dieses Handtuch wird unsere Lea jetzt überradeln. Sie tut die Hände auf den Boden, schön flach, und versucht mit den Füßen von der einen Seite auf die andere Seite zu gelangen. Das ist unsere erste Übung, genau. Denn wenn du diesen Buchstabe übst, dann kannst du vielleicht bald ein Rad. Danke dir, Lea. Und ich glaube, du kannst schon ein Rad, oder? Ja. Kannst du es uns mal zeigen? Sehr gut. Denn wenn du bereits ein Rad kannst, kannst du mit dieser Übung dein Rad einfach verbessern. Wenn dir das Ganze zu schnell ging, dann kannst du unter dem Video nochmal die Erklärung dazu finden. Wir haben noch eine Variation für dich. Du kannst auch zu Hause einen Stuhl nehmen oder Mama und Papa. Wir nehmen hier unseren Toni. Der geht in den Vierfüßlerstand, macht sich ganz fest und die Lea nimmt die Hände auf den Popo und versucht die Beine zu überradeln. Super! Auch das ist eine Variante. Wenn du das gemacht hast, mach einfach einen Haken an den Buchstabe U von deinem Bewegungs-ABC. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!